Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Als Gameboy-Sammler braucht man so einige Hilfsmittel. In diesem Video möchte ich euch einige vorstellen. Kurz vorweg, bevor ich beginne, für die alten Hasen für euch werden natürlich hier keine großartigen Überraschungen dabei sein. Aber gerade für Einsteiger möchte ich mal so ein paar hilfreiche Sachen euch empfehlen. Wenn ihr auch irgendwelche Ideen habt, was hier gerne mit aufgenommen werden könnte, dann haut es doch bitte ab in die Kommentare. Und ich fange an mit der Reinigung. Denn die alten Gameboy-Module, die sind schon mal ganz gerne verdreckt, vor allen Dingen die Kontakte. Früher hat man natürlich ganz einfach nur immer reingepustet. Aber das ist natürlich nicht ganz so empfehlenswert, weil ihr müsst bedenken, wenn ihr da irgendwo reinpustet, dann ist immer automatisch etwas Spucke mit dabei. Und diese Spucke setzt sich dann natürlich auf diese elektronischen Schaltdinger oder Kontakte eher fest. Und damit können sie natürlich dann auch anlaufen und beziehungsweise das Verschmutzen dann natürlich entsprechend befeuern. Um die Sachen etwas sauber zu machen, gibt es natürlich verschiedene Strategien. Ich habe mal vor einigen Jahren mal so eine Reinigungskarte vorgestellt. Die werde ich in diesem Video allerdings nicht vorstellen, weil nämlich die Verfügbarkeit dieser Karte nicht mehr so gut ist. Früher konnte man die einfach auf eBay bestellen und relativ unkompliziert sich zuschicken lassen. Mittlerweile muss man die irgendwo in Amerika kaufen und so weiter. Deswegen stelle ich die nicht vor und zeige euch den ganz einfachen alten Trick mit dem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol. Ich habe hier Isopropanol 99%. Das heißt, es ist sehr, sehr reines Alkohol. Und darauf solltet ihr auch achten. Ich glaube, so mindestens sollte es ungefähr 90% sein, dass möglichst wenig Fremdstoffe da drin sind. Damit taucht ihr einfach mit dem Wattestäbchen dort rein. Ich fülle mir das immer in so ein kleines Shotglas rein, damit das so ein bisschen praktischer ist. Und damit geht ihr dann ganz vorsichtig denn entsprechend über die Kontakte. Und da werdet ihr schon an den Wattestäbchen sehen, uiuiuiui, da kommt so einiges raus und damit müsste dann euer Modul dann auch entsprechend wieder funktionieren. Wie gesagt, mit dieser Reinigungskarte geht das im Prinzip analog, aber da die nicht mehr so gut erhältlich ist, empfehle ich euch die jetzt in diesem Video nicht. Das auf jeden Fall so viel zur Reinigung. Und als nächstes möchte ich euch eine tolle Sache vorstellen, und zwar: jetzt habt ihr die Module gereinigt und wollt natürlich spielen. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn ihr auf den guten, alten, klassischen Gameboy geht, das Display, das war früher schon nicht gut und heutzutage ist natürlich mit den verwöhnten Ansichten, die man so hat, natürlich nicht mehr ganz so geil. Und man muss immer natürlich irgendwie immer am Lichter sein, ne? Dass das Bildschirm einigermaßen gut ist. Aber da gibt es natürlich mittlerweile zum Glück Abhilfe. Und zwar gibt es diese IPS-Displays. Hier habe ich das entsprechend in einen Gameboy alles verbaut. Auch da habe ich vor einiger Zeit mal ein Video gemacht. Und ich kann euch nur raten, traut euch dort mal ran. Also ich bin absoluter Technik-Dulli, was sowas angeht. Ich kann nicht wirklich löten. Vor Elektronik habe ich persönlich immer Angst. Und deswegen habe ich mir mal so ein IPS-Kit bestellt. Also IPS heißt dieser Bildschirmkit. Habe ich euch natürlich alles hier, was ich bespreche, habe ich natürlich euch unten verlinkt. Und das geht ganz einfach. Ihr schraubt im Prinzip den Gameboy auf, ihr tauscht das Display aus, dann müsst ihr halt ein paar Kabel irgendwie austauschen und das neue Display reinlegen und schraubt es wieder zu. Das ist wirklich, wirklich nicht schwer. Und wenn ich Technik-Dulli das hinkriege, dann kriegt ihr das schon auf jeden Fall hin. Ihr könnt euch ja dann, wie gesagt, mein Video mal zu dem Thema anschauen. Und dadurch habt ihr natürlich dann gleich ein viel, viel besseres Display. Das Display ist schärfer, vor allem ist die Hintergrundbeleuchtung da. Und wenn ihr es hier vielleicht seht, ihr könnt euch sogar den Farbmodus euch anpassen. Eine wunderbare Sache, preislich hält sich das Ganze in Grenzen und daher kann ich euch das nur empfehlen. Und wenn ihr euch ein neues Display einbaut, kann ich euch vielleicht auch ganz empfehlen, das ist jetzt kein Muss, vielleicht auch ein neues Gehäuse. Weil im selben Laden, wo man auch diese Displays bestellen kann, kann man sich auch neue Gehäuse bestellen. Hier in diesem Fall habe ich mir selber eins sogar bedrucken lassen. Das geht durch einen geringen Aufpreis, geht das alles. Und somit habt ihr gleich denn die alte Technik hier drin, aber ein gutes, modernes Äußeres und vor allem das Gehäuse. Ihr kennt es, je nachdem wie pfleglich ihr mit euren Gameboys umgegangen seid oder wo ihr das gekauft habt, sind die Gehäuse schon ziemlich versifft und ganz ehrlich, wer mag sowas gerne anfassen? Deswegen würde ich euch hier und da vielleicht auch sogar ein neues Gehäuse empfehlen. Das heißt, Gehäuse und IPS-Display finde ich persönlich als Gameboy-Sammler ein Muss, wenn man ab und zu mal auf Original-Hardware spielen will.
Dann habt ihr jetzt alles schön gereinigt. Ihr habt das Spiel gezockt. Und ich möchte ihr es natürlich gerne irgendwie in den Schrank stellen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, um die ganzen Module entsprechend schön zu präsentieren. Ihr könnt ihr natürlich gerne in irgendeine Tierbox oder ähnliches, oder es gibt mittlerweile hier sogar solche Gameboy-artigen Metallboxen. Da könnt ihr das natürlich alles gerne schön reinlegen. Aber ganz ehrlich, wie ihr bei mir vielleicht im Hintergrund seht, ich liebe es, die Module auch entsprechend irgendwie auszustellen und zu präsentieren. Und für diesen Zweck habe ich euch drei Möglichkeiten hier mal mitgebracht. Und zwar als erstes kommt ein relativ alter Trick, und zwar Nintendo DS-Hüllen. Ihr könnt euch, ja, in verschiedenen Läden könnt ihr euch leere Nintendo DS-Hüllen kaufen. Und wenn ihr hier die dann aufmacht, müsst ihr die etwas bearbeiten. Und zwar müsst ihr hier dann unten zwei Plastik-Nupsis rausschneiden, damit das Gameboy-Modul passt. Und dann könnt ihr das so entsprechend hier reinklipsen. Dann gibt es Webseiten, die genau für diesen Zweck entsprechend auch Cover anbieten. Das heißt, das ist ein fertiger Cover, den druckt ihr euch aus und könnt hier dann entsprechend in die Seitenlasche dann entsprechend reintun. Und dann habt ihr quasi wie ein DS-Spiel hier das Gameboy-Spiel drin. Es ist auch noch Platz für das Handbuch hier drin und ihr könnt das mit dem Rücken dann so entsprechend in das Regal stellen und habt das super präsentiert. Nachteil daran ist natürlich, dass ihr hier gut basteln müsst, und zwar immer diese Nupsis rauszuschneiden. Also wenn ihr das so auf Massenarbeit macht, das ist manchmal hier und da etwas hakelig, kann ich euch verraten. Und auf diesen Webseiten gibt es nicht für jedes Spiel ein entsprechendes Cover. Ihr könnt euch natürlich, wenn ihr so ein bisschen, ich sag mal, Photoshop oder GIMP Skills habt, könnt ihr das natürlich entsprechend alles euch selber basteln, aber es ist natürlich dann noch aufwendiger. Und ihr braucht natürlich einen Farbdrucker, was ja heutzutage ja auch nicht unbedingt jeder hat. Trotzdem eine schöne Präsentationsmöglichkeit. Als nächstes möchte ich euch die Nagellackregale vorstellen. Und zwar, wenn ihr die Module einfach so bei euch ins Regal reinstellen wollt und irgendwie so eine Art Treppe dafür haben möchtet, kann ich euch wirklich nur wärmstens diese Nagellackregale empfehlen. Die bekommt ihr relativ günstig auf Amazon, sind, wie der Name schon sagt, eigentlich eher für Nagellacke gedacht. Aber da die Gameboy-Module von der Höhe so ungefähr dieselbe Größe haben, passen eigentlich auch die Module perfekt hin. Die gibt es in verschiedenen Größen mit verschiedenen vier Stufen und so weiter. Auch hier eine wunderbare Sache, ist auch nicht allzu teuer. Auch hier findet ihr natürlich unten einen entsprechenden Link direkt zu Amazon, wo ich sie immer bestellt habe. Kleiner Hinweis, das ist natürlich ein Reflink. Das heißt, wenn ihr da draufklickt und etwas bestellt, bekomme ich eine kleine Prämie. Ihr zahlt aber nicht mehr. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr direkt über diesen Link gehen würdet. Und zuletzt habe ich jetzt euch noch eine etwas vielleicht speziellere Präsentationsmöglichkeit mitgebracht, die ich persönlich jetzt nutze, und zwar diese Aufsteller aus dem 3D-Drucker. Wie ihr schon hört, habt ihr da natürlich den Nachteil, dass ihr entweder einen 3D-Drucker haben müsst oder irgendwen kennt, der euch die Dinger mal ausdruckt. Vom Materialpreis her an sich sind die Dinger natürlich nicht gerade teuer. Aber wenn ihr natürlich jetzt irgendwie keinen bei euch im Dunstkreis habt, und es gibt natürlich Firmen, wo ihr euch sowas ausdrucken könnt, oder da sind die Dinger natürlich auch ziemlich teuer. Aber die finde ich persönlich mittlerweile wirklich am besten, weil die wirklich sehr platzsparend sind und das sehr effektiv präsentieren können. Da steckt ja die im Prinzip die Module hier so entsprechend drauf, werden sie gehalten. Müsst natürlich darauf aufpassen, dass hier natürlich die Kontakte hier nicht zu sehr irgendwie einrasten. Aber das bietet eigentlich genug Platz, dass ihr so ein bisschen mit ein bisschen Geschick das entsprechend etwas schonender präsentieren könnt. Und so könnt ihr euch natürlich die entsprechenden Regale damit, ja, ich sag mal, zutackern. Ihr seht natürlich immer in den Nahaufnahmen von mir, wo ich immer so ein bisschen die Detailaufnahmen mache. Da habe ich ja so eine ganze Wand an Gameboy-Modulen im Hintergrund. Das ist genau mein Billy-Regal, wo ich die Dinger dann entsprechend reingestellt habe. Aber wie gesagt, es hat natürlich den großen Nachteil, ihr braucht einen 3D-Drucker und das ist ja auch immer noch nicht so unbedingt überall verfügbar. Dann habe ich euch als letztes ein absolutes Muss noch mitgebracht. Und zwar hier so ein Spezialschraubenzieher oder Schraubendreher, je nachdem, wo ihr kommt. Es heißt ja immer überall anders. Und das braucht ihr, um Gameboy-Module oder den Gameboy selber aufzuschrauben. Denn wenn ihr euch die Module schon mal angeguckt habt, die haben jetzt keine Standardschrauben, irgendwie Kreuzschlitz oder irgendwie sowas, sondern da braucht ihr entsprechend diese Schraubenzieher. Auch die kriegt ihr sehr, sehr günstig, entweder bei eBay oder Amazon. Auch hier wieder habe ich euch natürlich unten verlinkt. Und damit könnt ihr natürlich dann auch das Modul noch weiter reinigen. Ne? Weil ich habe schon angesprochen, die Kontakte von außen zu reinigen mit einem Wattestab und einem Alkohol,
Das solltet ihr auf jeden Fall machen, aber manchmal ist das so sehr verschmutzt, dass sogar diese Verschmutzung so quasi in das Innere des Moduls irgendwie gezogen ist. Ich kann das irgendwie schlecht beschreiben. Und wenn ihr das dann aufschraubt, könnt ihr das natürlich dann nochmal wesentlich besser reinigen. Plus natürlich, was natürlich auch nicht gerade unerheblich ist, vor allem bei teureren Modulen, könnt ihr euch dort das Modul damit aufschrauben und euch die Innereien anschauen. Denn so könnt ihr nur wirklich definitiv Fälschungen erkennen. Weil es gibt natürlich nachgemachte Module, vor allem gesagt von teureren Spielen. Da könnt ihr das Modul dann aufschrauben. Und im Internet gibt es dann Vergleichsbilder, wie dieses Modul von innen eigentlich aussehen soll. Wenn ihr seht, dass das irgendwie irgendwas Nachgebautes ist. Es gibt viele, viele China-Fälschungen auch von billigen Modulen. Also da muss ich euch wirklich vorwarnen. Da könnt ihr wirklich sehen, okay, das Ding ist authentisch oder nicht. Und dafür braucht ihr diesen Schraubenzieher, wie gesagt, ist nicht teuer, solltet ihr euch auf jeden Fall besorgen. Das waren so meine Must-Haves für jeden Gameboy-Sammler. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr auch vielleicht so ein, zwei Sachen habt, die ihr einstreuen könntet. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.